Gestern ist ein 30-jähriger Delmenhorster zum Delmenhorster Rathaus gegangen und hat dann zunächst die Fensterscheiben eingeschlagen und anschließend mehrere Molotow-Cocktails in das Gebäude geworfen, woraufhin dann das Inventar angefangen hat zu brennen. Die Feuerwehr hat das Feuer dann gelöscht und es ist ein Sachschaden von 50.000 Euro entstanden. Betroffen war da die Räumlichkeit des Stadtmarketings und der Touristeninformation. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass er mit den derzeitigen Corona-Regelungen unzufrieden ist und deswegen diesen Brandanschlag verübt hat. Hintergrund ist auch, er ist polizeilich, strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten, aber gegen ihn laufen diverse Bußgeldbescheide in Sachen Corona-Verstößen, weil er halt schon in der Vergangenheit häufiger in Erscheinung getreten ist. Die Beamten der Polizei Delmenhorst, konkret Staatsschutz und Brandermittler, haben in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und werden halt so Spurensicherungen betreiben, wie auch weitere Befragungen durchführen. Also ich habe so gut wie überhaupt nicht geschlafen. Guten Morgen erst einmal. Und ich bin immer noch fassungslos, das sage ich offen und ehrlich, weil sowas hätte ich natürlich niemals in meinem Leben gedacht, dass das passieren wird. Und ich habe mich gestern oder heute Morgen bereits bei den Einsatzkräften und allen, die geholfen haben, ganz herzlich bedankt. Aber ich möchte eines nicht versäumen, was mir vehement wichtig ist. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den Zeugen bedanken, die nicht nur Zeuge waren, sondern auch dafür gesorgt haben, dass der Täter nicht nur ermittelt, sondern auch gefasst werden konnte, und zwar sofort. Ich möchte meinen Dank im Namen der Stadt Delmenhorst aussprechen. Es ist ein Schaden dadurch verhindert worden, von einem riesigen Ausmaß. Ich kann natürlich zu den Ermittlungen im Detail nichts sagen. Ich kann auch keine Namen nennen. Aber das beherzigste Eingreifen, das muss ausgesprochen werden. Und das soll Mut machen, nicht wegzusehen, sondern hinzugehen. Und die Delmenhorster Bevölkerung darf stolz sein auf solche Menschen, dass sie in dieser Stadt sind. Herzlichen Dank.